Tja. Und so geht es auch gleich weiter. Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Assassin's Creed Valhalla. Das letzte Mal haben wir hier Edwin angegriffen, besiegt und auch verstoßen. Und jetzt ist das hier passiert. Du meine Güte. Was hat Basim nur angerichtet und warum hat Fulke uns verraten und was ist hier eigentlich los? Das ist ja unfassbar einfach. Okay, geben wir erstmal unsere Fertigkeitspunkte aus. Ja, schnappen wir uns das mit der Zeitverlangsamung. Und dann am besten das mit diesem, mit der Konterrolle als nächstes. Ja, Wahnsinn. Oh Mann. Was für ein Twist auch noch. Ah, ich pack's nicht. Okay, zurück. Nach Revnathorp und ja, das muss Randvi definitiv erfahren. Ich sollte mit Haitham sprechen. Mit Haitham? Stimmt, vielleicht kann er uns noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, der Schnee ist geschmolzen. Oh Mann, dass die Sigurd haben. Eivor! Hi. Stimmt, wir haben das Siegel. Nimm dies. Das dient deiner Sache mehr als meinen Taschen. Je weniger es von ihnen gibt, desto heller erstrahlt die Welt. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Es gilt noch weitere Siegel zu sammeln. Eine neue Fähigkeit. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Oh. Ach, das finde ich cool, dass man durch so Sidequests auch neue Fähigkeiten bekommt. Was ist das hier? Giftiger Schlag. Überziehe deine Nahkampfwaffe in deiner rechten Hand mit Gift. Vergiftete Gegner erleiden mit der Zeit zusätzlichen Schaden. Oh. Das ist cool. Aber nicht zwingend das, was wir jetzt brauchen. Oh, Randvi muss definitiv erfahren, dass Sigurd gefangen genommen wurde. Randvi. Grüße, Eivor. Randvi, unsere Arbeit in Oxenafortschi ist getan. Doch der Preis war hoch. Das habe ich seit Ankunft des Briefes befürchtet. Er ist für dich von jemandem namens Fulke. Von Fulke? Götter, diese Dode. Er liegt dort auf dem Tisch. Brief von Fulke an das Wolfsmahl. Der Selbstgezeugte segnete dich, Eivor. Ich schreibe dir nur, um deine Sorgen zu stillen und dich wissen zu lassen, dass Sigurd in sicheren Händen und guter Gesellschaft ist. Ich werde ihn mit all der Fürsorge behandeln, die er verdient. Der Orden, zu dem ich gehöre, hat Verwendung für einen Mann wie ihn. In vielerlei Hinsicht ist er die Vollendung dessen, was wir anstreben. Ein Gott in Fleischgewand eines Menschen. Ich kann nur hoffen, dass er dies irgendwann so tiefgehend versteht, wie ich es tue, bevor sein Leid ihn zerbricht. Fulke, das Instrument. Fulke gehört dem Orden der Ältesten an. Demselben Orden, dem Kyrtvi folgte. Und den Basim und Haitham zu vernichten geschworen haben. Eivor, was ist geschehen? Sigurd wurde von König Elfred gefangen genommen und eben jener Fulke übergeben. Einer äußerst gefährlichen Frau. Was hat sie mit ihm vor? Ich erspare dir Fulkes Geschwafel. Wichtig ist nur, dass Sigurd geholfen hat, ein Bündnis mit einem Tarn namens Gedrick zu schließen. Gedrick ist ein ehrenhafter Mann, der uns beistehen wird, wenn ich ihn rufe. Derweil wird Basim Fulke aufspüren. Warte auf seine Nachricht. Boah, ich hab die von Anfang an schon so komisch gefunden. Mann. Ah, Rohmaterial, okay. Was haben wir hier noch?
Randvis Aufgabenliste. Ruadan will mehr Salz für die Pferde. Tekla sagt, Holmgier ist morgens zu laut. Mit Petra über Moorhuhn sprechen. Jan Li soll Fisch für Festmahl nächste Woche vorbereiten. Octavian wünscht sich Wein. Alvis bringt Kindern Beleidigungen bei. Ach, Alvis, du bist einfach großartig. Mertons Fischgericht war sehr gut. Rezept holen. Gekritzel von Randvi. Es wird immer schwieriger, Eivor über den Bündnistisch hinweg anzusehen und nicht daran zu denken, was sein könnte. Ich sage mir, dass es nur an Sigurds Abwesenheit liegt, doch die Lüge löst sich mit jedem weiteren Tag auf. Ups. Ich glaube, das war zu privat. Und hier liegt auch noch was. Ein Dank von Cheolbert. Ich möchte dir, Eivor, und dem Rest der Siedlung für die Güte danken, die ihr mir gezeigt und alles, was ihr mir beigebracht habt. Auch wenn ich mich manchmal wie eine Belastung fühle, waren die Tage mir mit euch allen froh und lehrreich. Ich gehe nun zwar, um die Arbeit zu verrichten, für die ich vorgesehen bin, doch weiß ich, dass ich eines Tages an diesen Ort zu seinen Bewohnern zurückkehren werde und freue mich darauf. Achtet auf euch, bis wir uns wiedersehen. Cheolbert. Ah, okay. Ja, stimmt, er ist ja irgendwie dann doch aufgebrochen. Gehen wir nach Grantabrik, Shia. Sie war ja so ein bisschen durch den Wind. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, bevor wir ins nächste Gebiet aufbrechen. Gönn dir eine Pause, Randvi. Brechen wir nach Grantabrik, Shia, auf und holen dich aus diesem muffigen Raum raus. Meinst du etwa jetzt? Sofort? Natürlich. Du sagtest, du wärst all dessen müde, also warum nicht? Füll deine Lungen und gönn dir etwas Bewegung. Das sagte ich, nicht wahr? Du hast recht. Geh voran, Eivor. Folge mir. Ja, vielleicht, wenn sie mal ein bisschen was anderes macht, bekommt sie einen klaren Kopf. Heute nehmen wir nicht das Langschiff. Wir machen einen Ausflug zu zweit. Ist das ein Problem? Keineswegs. Solange der Wind mich umweht und die Sonne mich kitzelt, ich verbringe viel zu viel Zeit im Langhaus. Wir werden diesen Fluss überqueren müssen, um nach Grantabrik Shir zu gelangen. Falls du einen besseren Weg kennst, lass nur hören. Schwimmen steht nicht zur Auswahl? Schwimmen? Ich weiß nicht. Ist das ein Scherz? Ein Boot oder ein Pferd gehen auch, aber ich habe auch nichts gegen die gute alte Art. Ulfi, schön dich zu sehen. Ich habe hier einen großen Wolf. Wenn du auf ihm reiten magst. Dann auf nach Grantabrik Shir. Ein kleiner Ausflug. Ach, Sigurd, Mann. Wie machen wir das mit dir? Das heißt, König Alfred von Westsächse. Wir müssten eigentlich also in das Gebiet aufbrechen, um ihn da irgendwie rauszuholen aus den Fängen von Fulke. Na gut. Wo müssen wir denn genau hin? Einmal rüber, direkt nach Grantabrik. Schön, dann können wir so mal treffen. Ein kleiner Ausflug. Aber die Pause hat sich auch Randvi verdient. Und ja, gerade mit dieser Nachricht ist es vielleicht ganz gut, wenn sie... Hier ist es wirklich schön. Ich war noch nie so weit östlich der Siedlung. Ist das nicht furchtbar? Hältst du Sicherheit für furchtbar? Tag um Tag so eingepfercht zu sein und die Geschichten von dir und deinen Kundschaftern zu hören, ohne es je selbst zu sehen. Bei den Göttern, riechst du das? Die Erde, die Luft. Es ist so schön hier draußen. Ja, das ist es wirklich. Eivor, dort. Was ist das? Hierher zog sich das Sommerheer zurück, als Grantabrik verloren war. Sie haben die Stadt offenbar vollends umgesiedelt. Ja, in der Tat. Ich kenne die Karte dieser Gegend nur zu gut. Doch es selbst zu sehen, lässt es erst wirklich lebendig werden. Ein römisches Wunder. Diesen Ort werde ich so schnell nicht vergessen. Mhm.
Ja, das stimmt. Das sieht hier alles einfach super aus. Wart ab, bis du hier Grantabrück siehst. Und Soma und ihre Leute. Da wären wir. Willkommen in Grantabrück. Wir sollten uns direkt zum Langhaus begeben. Ja, es ist größer, als ich es mir vorgestellt habe. Urig, holzig, wunderschön. Und alles sieht so neu aus. Unter Somas Führung hat der Sommer hier dieses kleine Dorf zu einer großen Stadt wachsen lassen. Sie brauchten einen Handelsknoten nahe London und sie wollten einen Ausgangspunkt für Überfälle in Wessex bauen. Wirklich beeindruckend. Und es gibt ein paar außergewöhnliche Bauwerke. Ja, die gibt es tatsächlich. Kommst du runter? Sieh mal einer an, wenn das nicht Eivor ist. Hallöchen. Es ist lange her, seit du das letzte Mal hier gewesen bist. Ich kenne dich. Du bist einer von Somas Getreuen. Magni, nicht wahr? Ja, genau der bin ich. Schön, dich wiederzusehen. Das ist Randvi, eine gute Freundin und standhafte Kämpferin. Sei gegrüßt, Randvi. Eivor hat offenbar die Gabe, sich mit wunderschönen Frauen anzufreunden. Nun ja, das ist mir ebenfalls aufgefallen. Ich hätte hier mehr Menschen erwartet, Magni. Ist etwas vorgefallen? Soma ist mit einigen unserer Krieger gen Westen gezogen. Sie erhofft sich davon einen neuen Handelsweg nach Oxenafort. Doch nun, in diesen schwierigen Zeiten, musste ich erkennen, dass ich nicht der Stellvertreter bin, der ich zu sein hoffte. Schwierige Zeiten? Oh, eine Räuberhorde hat sich in der Nähe eingenistet. Östlich von hier. Direkt am Ufer. Sie greifen sämtliche Händler an, die über den Fluss oder die Straße zu uns kommen. Es hat sich schnell herumgesprochen und die Händler bleiben fern. Das könnte die Stadt zugrunde richten, wenn es zu lange andauert. Mich hat es bereits erwischt. Diese Hunde haben gestern mein Pferd gestohlen. Und was willst du? Wir kümmern uns um sie, Magni. Und wenn wir dein Pferd nicht finden, stehlen wir dir eben ein neues. Was für eine Erleichterung. Ich selbst kann euch keine Belohnung anbieten, aber die Räuber sicher schon. Nehmt euch von ihnen, was ihr könnt. Gut, betrachte das als erledigt. Eivor, komm, wir müssen ein Lager plündern. Randvi will gleich ein bisschen Action. Die Räuber haben ihr Lager unten am Fluss aufgeschlagen, am östlichen Ufer. Du hast uns in den Kampf geschickt, Randvi. Ist das deine Vorstellung eines gemütlichen Landausflugs? Offenbar schon. Ich bin selbst überrascht. Kaum stehst du mal einen Tag nicht am Kartentisch und schon schwelt in dir der Blutdurst. Ein Gefühl, das dir wohl bekannt sein dürfte, nicht wahr? Ich wollte schon immer die Welt erkunden, wie du. Jetzt tue ich es. Es sei denn, du hast etwas Aufregenderes für uns geplant. Wir helfen Magni und beseitigen diese Räuber. Doch wir dürfen nichts überstürzen. Der Rabenclan braucht eine ruhige Hand. Ja, aber selbstverständlich. Ich werde deine Befehle genauestens befolgen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du verspottest mich. Nicht im geringsten, Eivor Wolfsmal, Drengar mit eiserner Faust. Ich würde nie jemanden mit solch imposanter Führungskraft verspotten. Oh, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, dass sich da zwischen den beiden was entwickelt. Also, ich will halt Sigurd nicht hintergehen, ne? Randvi ist seine Freundin, verlobte Frau, ich weiß es nicht genau. Aber ich hatte das auch befürchtet, dass es dann letzten Endes wieder irgendwie um die Frau gehen wird. Und wenn sich das jetzt hier so entwickelt, dann... Ja, schauen wir mal, wie gut das gemacht ist. Also, wenn sich das langsam entwickelt und glaubwürdig ist, dann finde ich das in Ordnung. Aber wenn das jetzt dort, einfach nur so eine... Das Räuberlager. Nun gut, bleib dicht bei mir. Tu, was ich tue. Ich soll ernst zum Horizont starren? Ich bitte darum. Ja, die haben schon eine gute Chemie zusammen, auf jeden Fall. Und ich finde Randvi auch toll, aber... Ich möchte nicht, dass das einfach zu gezwungen wirkt, das Ganze. Also schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt.
Kannst hier bleiben oder mitkommen? Wir werden auch schon angegriffen, meine Güte. Ich dachte, wir wollten uns hineinschleichen. Du sahst so kampfeshungrig aus. Also, schlag zu. Die haben uns aber auch sehr schnell gesehen. Vorsicht, Randy. Oh, ein Goliath. Übernimmst du den Randy? Sieht ganz so aus, ja. Oh, hey. Lässt du das wohl sein? Was war das denn? Ach cool, und mit dem Schwert in der Offhand können wir immer noch diesen Charge machen. Ich mach das schon. Aua. Haut er mir einfach in den Rücken. War das so in Ordnung? Oh, du kämpfst mit einem Hammer. Damit bist du mir gleich sympathisch geworden. Ach, Moment mal. Ja, jetzt sind wir hier bei dem Schatz. Okay, der ist gespawnt, nachdem hier sozusagen das Lager aufgetaucht ist. Perfekt. Ich schick dich zur Hölle. Du klingst aber nicht so überzeugt. Gut, das wäre erledigt. Bringen wir Magni sein Pferd. Tun wir das. Was ist das da hinten? Ich darf nicht bei dir mitreiten. Na schön. Komm, Hati. Ja, das lief doch ganz gut, oder? Was für ein Nervenkitzel, Eivor. Wir sind die Retter von Granterbrück. Kennst du noch weitere Städte, die es zu befreien gilt? Meinst du nicht, das war genug Aufregung für einen Tag? Wir sollten in die Siedlung zurückkehren. Oder wir trinken noch etwas. Zur Feier unseres Sieges. Zu Hause. Thekla hat mehr Met und Ale, als wir je runterkriegen. Eivor, unser Ausflug hat gerade erst begonnen. Such uns ein Alehaus, in dem wir uns niederlassen können. Bringen wir zuerst das Pferd zurück. Und falls dein Durst anhält, sehen wir uns. Oh nein, ich bin just ins Humiger. Fips! Farmer mir at lauter mehr Beine sind Gauka. Da wären wir wieder, Magni. Magni, wir haben dein Räuberproblem gelöst. Habt ihr das? Gut gemacht. Konntet ihr mein treues Ross wiederfinden? Dein Pferd steht draußen und wartet auf dich. Bei den Göttern. Es geht ihm gut. Danke, Eivor. Und auch deiner Freundin Randvi, wo auch immer sie steckt. Sie muss hier irgendwo sein. Eivor, hier drüben. Sieh dir das an. Ist da jemand durstig? Du willst dich wohl unbedingt besoffen, was? Ich will dich besoffen machen. Komm, oder hast du Angst, dass ich mehr vertrage? Um ehrlich zu sein, ein wenig. Oh, sie fordert uns zum Wetttrinken heraus. Worauf willst du hinaus? Einen Trinkwettbewerb. Du gegen mich, Wolfsmahl gegen Tischmarkt. Randvi, uns fällt etwas Besseres ein als Tischmarkt. Dann Metkönigin. Okay. Also gut, trinken wir. Wunderbar. Na dann, Prost. Schau!
Ich tropfe auf seine Stiefel. Das ist echt schwierig, weil es einfach so schnell wird. Du schwitzt ja. Aber Ranti war besser. Hey. Nein. Lass nicht nach. Ja, da hast du's. Hättest gar nicht erst versuchen sollen, mich unter den Tisch zu trinken. Das vermag niemand. Komisch. Deine Lippen bewegen sich bebend auf und ab, aber ich höre nur Danke, Randvi. Bist du jetzt zufrieden? Mein Schädel dröhnt wie eine Glocke. Mehr als zufrieden. Komm jetzt, wir reiten heim und lassen die frische Luft den Nebel aus unseren Köpfen wehen. Nach nur einem weiteren Halt. Randvi. Da ist dieser versunkene Turm bei einem Wasserfall nahe der Siedlung. Wir halten kurz an, dann bist du mich los. Er ist nahe des Gipfels eines Hügels im Süden der Siedlung. Leicht zu finden, schätze ich. Also gut, ein letzter Halt. Ich weiß, man sieht es kaum, Eivor, aber ich bin schon sehr aufgeregt. Man sieht es. Ihr wollt schon gehen? Nun, ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich erneut. Randvi, komm jederzeit wieder. Vielleicht muss ich das, Magni. Danke für die Gastfreundschaft. Nein, nein, ich danke dir. Gute Reise. Vielen Dank, Magni, dir auch eine gute Reise. Dann begeben wir uns wieder raus. Oh, was hat Randvi vor? Betrunken Wolf reiten darf man ja wohl noch, oder? Und wo sollen wir hin? Darüber? Ach, ich weiß, wo das ist. Da, wo wir so lange unter Wasser mal rumgetaucht sind. Mich beschleicht das Gefühl, du hast Magnis Herz durchbohrt, Randvi. Was soll ich sagen? Es war nicht das erste und wird nicht das letzte Herz gewesen sein. Ich nenne dich Randvi. Schrecken der Räuber, Brecherin der Herzen. Ich trage diesen Namen mit Stolz. Sunifa hat mir diesen Turm beschrieben. Ein verfallener, aber dennoch friedvoller Ort. Ich möchte ihn unbedingt sehen. Nach einem aufregenden Tag willst du also endlich zur Ruhe kommen? Meine Abenteuerlust ist fürs Erste gestillt. Es wird Zeit für eine Pause. Ja, das war wirklich ein voller Tag, den wir hier erlebt haben. Ich habe mich etwas gefragt. Du und Soma, wie stark war eure Verbindung wirklich? Als du von ihr sprachst, leuchteten deine Augen. Wir haben schnell eine enge Bindung aufgebaut. Meinst du das etwa? Das habe ich nämlich auch gedacht, also nein, so. Ich meinte, ist zwischen euch etwas vorgefallen? Was für eine Frage ist das denn? Eine Unschuldige. Unschuldig wie ein Neugeborenes. Zwischen uns ist nichts vorgefallen. Mehr sage ich dazu nicht. Das finde ich enttäuschend. An deiner Stelle hätte ich einen Versuch gewagt. Eivor, umgarnt von einer kühnen Jarlskona, die ihr Heer zu Wohlstand und Ruhm führt. Ein wahrlich beflügelndes... Ja, ich sehe das so ähnlich. Ich finde, Soma hätte sehr gut zu Eivor gepasst und deswegen weiß ich nicht, wie sieh mal das hier. Dort. Das muss der Turm sein. Auf zur Brücke. Wie das hier mit Randvi sich entwickelt. Ich finde Randvi auch total cool, aber halt, wie gesagt, sie ist vergeben. Da will ich dann eigentlich nichts machen. Er ist so schön wie in Sunifas Geschichten. Stell dir nur vor, wie er ausgesehen haben muss, als er neu war, vor Hunderten von Wintern. Manchmal, wenn ich mir eine Karte ansehe, stelle ich mir vor, wie kleine Menschen mit ihren kleinen Waffen durch das Land streifen. Und wenn ich diese Ruinen sehe, denke ich an die Menschen von damals, wie sie lebten, nicht ahnend, was einst aus ihren Monumenten wird. Du hast eine blühende Vorstellungskraft. Ich möchte die Aussicht von da oben sehen. Wollen wir? Geh nur vor.
Oh, aber jetzt im Regen? Na gut. Nass sind wir jetzt sowieso. Na los! Pass auf, wo du hingreifst. Die Steine sind alt und verwittert. Willst du rein oder willst du hoch? Du kletterst gut für jemanden, der Karten faltet. Wohl kaum, aber ich habe schon so manches Langhaus errichtet und viele Langschiffspanten vernagelt. Meine Hände sind für harte Arbeit gemacht. So zusammen mit ihr Seite an Seite hier hochzuklettern, das ist schon schade, dass gerade dieser Teil keinen Multiplayer hat. Oh Mann, sieh dir das an. Atemberaubend. Die Aussicht erinnert mich an meine frühen Jahre in Nordwege, als ich die Hügel jenseits des Waldes erklomm. Du hast das Herz einer Abenteurerin. Hinter deinem Tisch sieht man es nicht. Doch nun sah ich dich einen Turm in durchtränkten Felsen besteigen. Ich war ein rauflustiges Kind, immer auf der Jagd oder auf dem Meer. Ein wahrer Wildfang, bevor ich zu dieser unerschütterlichen Frau wurde. Dann wurde ich für den Frieden zweier Clans verheiratet. Eine edle Aufgabe wohl wahr, aber keine, die ich mir selbst erträumt hätte. Aus dir wäre eine ausgezeichnete Kriegerin geworden. Eine Jomswikingerin, die sich von niemandem Befehle erteilen lässt. Das glaube ich auch. Vielleicht wären wir sogar gemeinsam gesegelt. Zum Plündern oder schlicht auf Reisen. Oder wir wären uns in der Schlacht begegnet. Ohne deine Heirat mit Sigurd würde zwischen unseren Clans womöglich immer noch Krieg herrschen. Ja, wohl wahr. Hab Dank für diesen Tag. Jede einzelne Minute war wie ein Traum und ich möchte nur ungern daraus erwachen. Das musst du nicht. Wir können hier bleiben, solange du willst. Ja. Was war das? Oh nein, das ist... Es tut mir leid. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich habe mich mitreißen lassen. Du musst dich nicht entschuldigen. Sigurd ist dein Bruder und ich habe dich in eine schwierige Lage gebracht. Politik ist eine Kopf- und keine Herzenssache. Vielleicht liegt es am Met, vielleicht an der Luft. Aber du musst dich nicht entschuldigen. Ich bin nüchtern genug. Die Wahrheit ist, dass ich schon sehr lange so für dich empfunden habe. Du liegst mir am Herzen, Eivor. Okay. Oh. Oh je, jetzt können wir sagen, ich fühle ebenso. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt und du bist nur eine Freundin für mich. Ach du meine Güte. Ja, und wir haben... Wir haben auch jetzt gerade erfahren, dass sie verheiratet ist mit Sigurd, was ja die Sache noch ein bisschen... schlechter und schlimmer macht. Also jetzt zu sagen, ich fühle ebenso, dass... Nee, da ist bis jetzt noch kaum was passiert. Das war ein Tagesausflug. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Damit hat man immer noch was offen, was da sich noch entwickeln kann. Du bist nur eine Freundin. Für mich ist halt so was Abschmetterndes. Ich nehme mal nur das Mittlere zu... um mir die Optionen hier noch offen zu halten, dass sich vielleicht noch was entwickeln könnte. Und wer weiß, wie die Geschichte weitergeht, vielleicht passt das dann auch am Ende noch ganz gut. Also Brand, wie so sehr ich auch wünschte, dass wir unseren Gefühlen nachgehen könnten, dies ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber ja, natürlich. Wie dumm von mir. Belassen wir es bei einem Traum. Ein Moment, der nur in unserer Vorstellung geschah. Ich wünschte, du hättest mich nicht so schwach gesehen. Du musst dich nicht schämen, das bleibt unter uns. Im schlimmsten Fall hatten wir einen wunderschönen Tag als Freunde und verwandte Seelen. Das ist mehr als genug für mich. Ich würde gerne hier verweilen, wenn es dir nichts ausmacht. Aber gern doch. Ja, aber trotzdem eine sehr schöne Sidequest, wie ich finde. Nur der Regen, der ist natürlich jetzt nicht gerade
Die schönste Atmosphäre. Und der Hirsch schläft auch einfach drin. Brandvi? Sie muss in die Siedlung zurückgekehrt sein. Grantige Aussichten. Schöner Name. Und weitere 2 Fertigkeitspunkte. Das heißt, verteilen wir die gleich und dann kehren wir auch zurück zur Siedlung. Denn wir müssen noch schauen, wie es weitergeht und wie wir Sigurd da rausholen. Auf nach Hrefnatop. Ach du meine Güte, hier regnet es auch. Na schön. Dann wisst ihr, was wir noch machen sollten? Wir sollten mal unsere Bögen aufwerten. Das haben wir noch gar nicht getan. Und jetzt haben wir auch sehr lange gespielt, keine neuen gefunden. Ich denke, es würde sich definitiv anbieten, die noch abzugraden. Bist du betrübt, Gunnar? Das bin ich. Sven war mir ein guter Freund all die Jahre. Ich weiß. Verzeih, dass ich nicht hier war, um ihn zu verabschieden. Er wurde geliebt. Das wurde er. Wir ehren ihn, denke ich, am besten, indem wir den Clan erhalten. Wie dem auch sei. Du brauchst wahrscheinlich was, hm? Ach schön, jetzt haben wir gerade über Sven geredet und der Himmel ist aufgeklärt, die Sonne scheint. Das ist ein gutes Omen. Zeig mir, was du anzubieten hast. All meine Waren sind gut, aber das ist sogar sehr gut. Da können wir jetzt auch die Qualität verbessern. Aber ich will mir die Kupfer-Nickel-Barren noch aufbewahren. Na bitte, besser als zuvor. Definitiv den leichten Bogen. Da sind ein paar Knochen dran gekommen. Den Jagdbogen und den Raubtierbogen aber natürlich auch. Der hat seine Form nicht verändert. Das gefällt dir wohl ganz gut. Der sieht gut aus. Noch ein paar Metallelemente dran bekommen. Die Dänenaxt könnte man erweitern. Aber viele der Sachen haben schon die letzte Form erreicht. Den Hammer auch. Verlockend. Das kann ich dir besorgen, klar. Nee, aber das reicht mir erstmal so. Bereit für die Schlacht. Danke, Gunnar. Ich muss los. Bis bald. Pass auf dich auf. Und wenn wir schon dabei sind, dann werden wir die gleich noch verbessern. Boah, wir haben so viel Leder und so viel Eisenerz. Das ist der Wahnsinn. Die anderen auch gleich. Jetzt sind die auch richtig stark. Sehr schön. Und ja, bevor wir es vergessen, ich glaube, wir haben auch genug Rohmaterial, um jetzt endlich das Museum zu bauen. Und da jetzt das Julfest sowieso... Oh Gott! Verzeih! Verzeih, ich wollte dich nicht so umwerfen. Da das Julfest auch abgeschlossen ist, würde ich sagen, ohne zu zögern, machen wir das Museum. Ist das hier? Haus von Alvis und Holmgeir. 255 Rohmaterial. Das ist ganz gut. Damit können wir, glaube ich, viel aufwerten. Salve, Eivor. Wir wurden noch nicht vorgestellt. Ich bin Octavian Claudius Britannicus, ein Sammler römischer Relikte. Das ist mal ein Name. Wenn du dich fragst, was ich der Siedlung biete, brauchst du nur auf das größte Imperium zu blicken, das die Welt je kannte. Ja, ich habe ihre großen Trümmerstätten gesehen. Immer beeindruckend. Aber du hast sie noch nie in ihrer alten Pracht gesehen. Und das kann ich ändern. Natürlich brauche ich einen Ort für meine Sammlung. Ich baue dir etwas, sobald ich kann. Hab Geduld. Der hat die Stimme von Detektiv Conan, glaube ich.
Was tust du hier noch gleich? Wenn du draußen in der Welt römische Artefakte findest, bring sie mir. Ich schätze sie sehr und gebe ihnen ein gutes Zuhause. Bei mir. Aber was bringt mir das? Nun muss ich gehen. Auf bald. Vale! Na gut. Dann kriegst du hier dein Museum. Für 45, ja. Bringe ihm römische Artefakte und er wird dich belohnen. Perfekt. Das ist alles, was ich wissen muss. Ich schätze, das wird vorerst reichen. Auch wenn ihm der Prunk des Imperiums in seiner Blütezeit fehlt. Gefällt es dir nicht? Nein, nein. Es ist nur nicht gerade sehr römisch. Es braucht mehr. Mehr Relikte, mehr Statuen, mehr Rom. Wenn dir auf deinen Reisen irgendwelche besonderen römischen Artefakte begegnen, bring sie her. Dann können wir hieraus noch was machen. Okay, ich habe ein paar. Wenn du möchtest. Eivor, warst du jemals verliebt? Warum fragst du? Ich will wissen, ob du das Gefühl kennst, wenn dir dein Herz aus der Brust gezogen wird, während es dem flüchtigen Objekt deiner Begierde folgt. Ich frage mich, ob du je den bitteren Schmerz fühltest, deine Liebe in jemand anderes Armen zu sehen. Ich habe diese Qual erlebt. Und Maximilian war der Grund. Einer deiner Geliebten? Oh Götter, nein! Nein, 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 nein. Maximilian ist eine Schlange, ein Igel, eine schleimige, blutsaugende Natter von einem Mann. Er stahl mir meinen Schatz. Eine perfekt erhaltene Statue eines Legionärs. Das ist alles, wonach es mir verlangt. Zuletzt hörte ich, Maximilian hätte sich in oder um Lunden verkrochen. Mit meinem Liebling als Geisel, zweifellos betatscht und begafft. Solltest du ihn je sehen, richte ihm meine Grüße aus. Was heißt, spuck ihn an und dann hol meine Statue zurück. Okay, wir wollten sowieso nach London, glaube ich, als nächstes aufbrechen. Das passt uns ja auch ganz gut. Wir haben nur 5 römische Artefakte, das kann nicht sein. Aber die kann er jetzt erstmal haben. Hier, nimm. Mehr Relikte für deine Sammlung. Was hast du mir da mitgebracht? Wundervoll. Und hier habe ich etwas für dich. Bring mir mehr davon. Römisches Pferd? Hier sind noch 7. Hier, nimm. Mehr Relikte für deine Sammlung. Lass mich doch mal sehen. Wundervoll. Und hier habe ich etwas für dich. Es sollte irgendwo noch mehr von denen geben. 10 braucht er jetzt als nächstes. Okay, das heißt, man kann das so in Badges bei ihm abgeben. Ich muss gehen. Bleib gesund. Dir, Durki, freu ich mich. Ja. Dir auch. Hat er die jetzt hier automatisch dann platziert? Ja, ich glaube, das hier ist der Kämpfer, den wir gerade gesehen haben. Steht das Pferd auch irgendwo? Toll, okay, aber sonst so gab es erstmal keinen Bonus für uns. Dann schauen wir doch einfach mal, ob wir die Brauerei sei meine Augen und den Viehhof oder so doch noch weiter ausbauen können. 4 von 6. Ja, doch. Das können wir machen. Was ist denn hier hinten? Der Geflügelhof. Für 60. Ja. Geflügel ist immer gut. Festmahl. Wenn deine Siedlung wächst, werden auch die Festmale größer. Laut Leute ein Festmahl mit Hilfe irgendeiner Glocke ein. Das müssen wir auch noch probieren. Und hier war irgendwo die Brauerei. Sehr gut. Ja, Geflügel und mehr Bier und Met. Das finde ich ist doch eine gute Kombination.
Oh, was haben wir hier? Teklas Rezept für einen Wintertrunk. Lege Gerste des letzten Jahres auf der bunten Freunde wachsen in einen Kessel und röste sie über niedrigem Feuer, bis der Gestank dem Geruch verbrannten Sirups weicht. Nimm die gleiche Menge frischen Weizens, weiche ihn 2 Tage lang in klarem Eiswasser ein und füge ihn dem Kessel mit genug Wasser hinzu, dass er gefüllt ist. Koche dies 1 Morgen lang über heißem Feuer, gieße das Gebräu über ein Sieb in eine Wanne und koche das Getreide daran. Füge der abgekühlten Brühe 5 Äpfel, ein Büschel Lavender, eine mittelgroße Salbeipflanze und eine faustgroße Kugel Kiefernteer hinzu. Bedecke deine Wanne und vergiss sie 20 Nächte lang. Bewahre es in einem Fass auf und halte es zum Aufwärmen an kalten Abenden bereit. Okay, das schmeckt. Sehr schön, aber die Siedlung wächst. Ich glaube, dann können wir sogar noch ein paar Dinge bauen. Was bietet sich an? Leite mich. Die Bäckerei? Die Schiffswerkstatt, was haben wir da hinten noch? Der Kartenmacher. Karis Haus. Da drüben ist der Viehhof. Ja, vielleicht noch Vieh und Getreide. Auf der anderen Seite. Dann, wenn wir ein Festmahl machen, dann mit allem, was dazu gehört, mit leckerem frischen Brot, mit Hütchen, mit Ale. Das klingt doch nach einem guten Plan. Sag mir doch nochmal, was du hier machst. Ich habe dieses wundervolle Land bereist und allerlei Geheimnisse und spannende Orte gefunden. Für etwas Geld teile ich mein Wissen. Wenn du Zugang zu meinen Karten willst, brauche ich Zugang zu einer Werkstatt. Vielleicht könntest du mir was bauen? Wir sehen uns später. Dir einen guten Tag. Mhm. Das heißt, vielleicht gibt es bei ihm dann noch weitere Schatzhortkarten oder so. Ist das die Bäckerei? Der Viehhof. Oh ja. Den bauen wir auch noch. Pusti, ich freue mich. Pusti? Ist Pusti hier gerade in der Nähe gewesen? Schön, aber dann hat der kleine Fuchs es dann auch nach Refnatorp geschafft. Brief von Bronson. Winfried. Bertam kommt häufig meine Maider besuchen. 2 Mal erwischte ich sie Pusti, nun schon dabei. Ich freue mich, dich zu sehen. Bist du Pusti? Da draußen. Hey, schön. Hi. 2 Mal erwischte ich sie nun schon dabei, wie sie sich wegschleichen wollten. Vielleicht küssen sie sich sogar. Ich bin mir sicher, dies beunruhigt dich so sehr wie mich. Ich schlage vor, du sagst deinem Sohn, er sollte sich anderweitig beschäftigen. Was zwischen ihnen vor sich geht, macht mir große Sorgen. Bronson. Ach je, was ist denn das für eine Episode? Haben wir damit alles, was wir erstmal bauen können? Strecke deine Flügel, Sünen. Geschafft. Da drüben könnten wir noch was für 45. Für 45 Rohmaterial ausbauen. Aber hier gab es doch auch irgendwo noch die Bäckerei. Das da drüben ist ein Getreidehof, der kostet zu viel. Oh, ich glaube, ich bin an der vorbeigelaufen. Die ist da drüben. Die können wir noch machen. Das tun wir auch noch. Vielleicht können wir die Episode dann hier mit einem leckeren großen Festmahl beenden und dann uns ins nächste Gebiet aufmachen, beziehungsweise Sigurd befreien. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es ist alles gerade so kompliziert. Hier ist sie ja. Perfekt.
Deine Bäckerei ist fertig, Torbjörn. Und unsere Festtafeln werden reicher bestückt sein. Eivor, das ist so großzügig. Ich hoffe, ich kann mich eines Tages erkenntlich zeigen. Du bist hier unter Freunden. Das musst du nicht. Ich muss nicht, aber ich möchte es. Aus tiefstem Herzen. Ich erinnere mich an die guten Dinge, die man für mich tut. Sie wärmen mein Herz in Zeiten, in denen Güte Mangelware ist. Es gibt da allerdings noch eine Sache, falls du einen Augenblick Zeit hast. Ein Getreidehändler hat flussabwärts sein Lager aufgeschlagen. Ich wollte ein halbes Dutzend Säcke bei ihm kaufen, bräuchte jedoch Hilfe beim Transport. Das muss jetzt erstmal warten. Ich kann gerade nicht. Vielleicht später. Keine Eile. Lass es mich nur wissen. Perfekt. Okay, der hat auch dann gleich eine Sidequest für uns. Wie cool. Okay, dann sprechen wir noch schnell mit Randvi und dann haben wir für diese Episode auch wieder sehr viel geschafft, wie ich finde. Ah, das hier ist die Glocke für das Festmahl. Die werden wir auch noch irgendwann läuten. Das Hulfi. So ein guter Junge. Hi. Bewachst du mein Zimmer? Schön, dich zu sehen. Hallo, Randvi. Eivor. Randvi, warum bist du gegangen? Wir hätten gemeinsam zurückkehren können. Das hätten wir, aber ich war ruhelos. Ein stiller, einsamer Spaziergang klärt den Kopf. Und du schnarchst ein bisschen, wie ein kranker Bär. Du lügst doch. Ich hatte viel Freude, Eivor. Danke für deine Gesellschaft und für deine Freundschaft. Ich danke dir für deine. Nun, sollen wir weitermachen? Ich möchte über uns reden. Uiuiuiui. Das heißt, irgendwann können wir da noch weitermachen. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ja, Oxenafodge hier. Aufgabe abgeschlossen. Das heißt, hier oben geht es weiter. Oder halt hier in London, was wir machen können. Dann würde ich sagen, wir müssen für Hytam viel in London erledigen. Wir müssen jetzt noch hier für Octavian in London irgendwie eine Statue zurückholen. Dann müssen wir wohl da erstmal weitermachen. Hytam bat mich, nach London zu reisen. Was weißt du über diesen Ort? Eine wilde Stadt, die Halfdan Ragnarsson vor Jahren für sich beanspruchen wollte. Sie widersetzte sich jedoch erfolgreich. Laut Hytam wimmelt es dort von Mitgliedern eines seltsamen Kults. Er heißt der Orden der Ältesten. Er bat mich, sie zu finden und zu töten. Den ehrbaren Leuten dort könnte das helfen. Und wir finden vielleicht einen Verbündeten. In einer so unruhigen Stadt ist es einen Versuch wert. Betritt sie durchs Nordtor und frage herum. Werde ich. Gut, ich erwarte deine Rückkehr. Genau, London ist ja nur die eine kleine Stadt. Ich denke, da werden wir uns jetzt nicht zu lange irgendwie aufhalten. Aber ja, okay, dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder von dieser Episode. Sehr spannend, wie es hier weitergeht und wie sich das zwischen Randvi und Eivor entwickelt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.